recht herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz heute nach der Begegnung in Nürnberg. Ganz herzlich begrüßen möchte ich die beiden Trainer, bei den Gästen Cezar Ivankevic und Borasz Kozaczka. Erste Frage wie immer an unsere Gäste. War relativ enges Spiel, zumindest im dritten Drittel wurde es nochmal relativ eng, dadurch, dass wir ziemlich viele Strafen dann genommen haben. Am Ende 6-1 ist in den letzten Minuten dann das Ergebnis doch noch hochgeschraubt worden. Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer Leistung? Mit meiner Leistung? Oder mit der Leistung Ihrer Mannschaft? Mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden, ich habe keinen Fehler gemacht. Habe kein? So. Nein, ich mache beiseite. Also mit erster Linie, klar, wir haben versucht, Tempo mitzuhalten. Das war ein ausgeglichenes Spiel von meiner Sicht. 0-1, okay. Zurück, wir waren von Anfang an Außenseite. Aber man hat klar deutlich gesehen, wir haben ein paar Chancen gehabt und wir lassen die liegen. Von ihrer Seite kommt natürlich im Gegenzug gleicher Angriff. Ihr macht den rein, Ei, also Tor. Und das war der Unterschied. Mit der Klasse bei mir ist so ein Topmann ist tot. Tobi Gübner, da ist das nur Kämpfer. Keine Qualität, aber mit der Einstellung von meiner Jungs und Teamgeist bin ich natürlich zufrieden. Ich mache keinen Vorwurf von meinen Jungs. Die werden versucht, die werden gekämpft. Aber mit einem Tor gewinnt man auch in Eishockey ganz selten. Also in den letzten vier Spielen haben wir zwei Tore geschossen. Das ist viel, viel zu wenig, selbst wenn man hat so überragende Tore wie unsere. Sonst natürlich, wenn wir dann ausgeglichen 1-1 oder 3-2, dann wäre noch vielleicht etwas drehen, aber das ist so. Ich kann nicht bestraft, sage ich immer wieder. Ich habe gutere da wollte ich in die Reihen und das macht schon viel aus. Plus Torwart hat Glück halt. Das war's. Kontrolliert, Glückwunsch an Glück, also an Tor. Kann man nicht mitten. Aber ich bin schon im Kämpfen trotzdem. Das sage ich jetzt schon. Fünfter Sieg in Folge. Auch wenn es zwischendurch, wie gesagt, nochmal richtig eng wurde, haben wir es uns da in der Phase selber schwer gemacht durch die Strafzeiten. Guten Abend zusammen. Wir haben gewusst, dass ein harter Gegner gegen uns heute steht mit sehr gutem Torwart, was für uns ein Problem sein könnte. Gott sei Dank war das nicht der Fall. 3-1, da haben wir noch ein bisschen Glück gehabt. Da hat der Gegner noch sehr viele Schwierigkeiten gemacht. Gott sei Dank hat der Marc Weigand diese 4-1 geschossen, was uns dann ein bisschen bewegt hat, aber trotzdem hat diese undisziplinierte Spiel, wo wir dem Gegner noch ein bisschen Chancen gegeben haben, dass der nachlegen könnte, das muss man beseitigen. Aber auf der anderen Seite kann ich das auch verstehen, wie du sagst, nach so einer Serie und gegen Gegner, der angeblich schwächer sein sollte, ist die Motivation ein bisschen schwächer und auch die Aufgaben machen wir nicht so ganz wie gegen Spitzenmannschaften. Aber trotzdem Kompliment an die Mannschaft und die Jungs, die haben bis letzte Sekunde gekämpft und die Punkte sind verdient. Jetzt hat Nürnberg eigentlich seit jeher in der Bayernliga immer einen relativ schweren Stand. Es gibt dann auch immer Rückschläge für euch, wenn gute Spieler gehen, wie beispielsweise vor der Saison euer Torwart Schnierstein nach Höchstadt. Was macht für Sie den Reiz aus, dennoch immer wieder es von Neuem zu probieren? Macht es den Reiz aus vielleicht, dass Sie immer wieder neue, junge Spieler auch integrieren können in die Mannschaft, ausbilden können? Das ist unser Konzept. Wir haben ein großes Budget oder Liga Portemonnaie, wir können das nicht leisten. Wir setzen auf unsere Nachwuchsarbeit. Nicht nur Schnittstein nach Höchstadt gegangen, Kevin Altmann gegangen nach Bayreuth, jetzt spielt er Oberliga, also die ist gerade 20. Gute Voraussetzungen, also gute Baromet.
Zürich ist nicht einfach, aber ich bin Optimist und unser Ziel ist, war und kommen vielleicht nächste zwei Jahre wird genauso Bayernliga. Das versuchen wir mit allen Mitteln zu schaffen, aus eigener Kraft. Und vielleicht kommt eine oder andere auch Karette, weiß man nicht. Aber wir würden kämpfen, wir würden nicht aufgeben und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr noch in Oktober, dass wir noch bleiben. Deswegen, wir haben schon gute Jungs, ne? Das manchmal überhaupt nicht so wie das man will. Da fehlt ein bisschen Kaltschnatzigkeit vom Tor, ein bisschen Knipser, gute Verteidiger, aber das ist ganz so. Ich würde auch gerne vielleicht einer oder andere Spieler. Wir haben so gut wie nie oder ganz wenig, noch weniger als 100 Punkte, also Zuschauer meine ich jetzt. Das, wir setzen nur auf unsere Jungs. Wir spielen 94er, 95er, ich würde gerne 96er schon spielen. Ich habe auch eine gute, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Ab Dezember für mich. Dankeschön. Kleinen Ausblick wagen, nächstes Wochenende eigentlich ja Pause durch den Deutschlandcup. Dennoch haben wir am Sonntag ein, sag ich mal, schweres Auswärtsspiel in Lindau. Die führen aktuell gerade 3:0 in Memmingen. Was rechnest du dir aus, vielleicht auch im Hinblick darauf gesehen, dass die Jungs jetzt durch die 5 Siege, denke ich mal, durchaus Selbstvertrauen getankt haben? Also das ist deutlich, in der Mannschaft spürt man das, dass da wieder Spaß eingekehrt ist, dass da mehr Sicherheit ist. Lindau hat heuer bewiesen, dass die eine gute Mannschaft haben, können gute Ergebnisse machen, aber ich bin immer wieder davon überzeugt, mit einer Wille, mit Kampfgeist und mit Disziplin können wir auch gegen solche Mannschaften Erfolg haben und gute Ergebnisse erzielen. Das wollen wir hoffen. Darf sie dann eben auf den nächsten Sonntag verweisen, 17.30 Uhr Spielbeginn in Lindau. Hoffentlich fahren viele unserer Fans mit, unterstützen die Mannschaft. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei den beiden Trainern für die Pressekonferenz, wünsche unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Und dann ist das Heimspiel erst wieder in zwei Wochen gegen Hüttstadt, ebenfalls am Sonntag. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank.